Das war im Juni 64, also etwas über 50 Jahre. Und die Zusammenarbeit war so gut, also ich war total fasziniert auch von ihm, weil er hatte damals nicht so viel Erfahrung als Dirigent. Und wir haben schon in den 70er Jahren mehrere Stücke gespielt, auch auf Tournee. Und dann habe ich gesagt, haben Sie nicht Lust, ein Orchesterstück zu schreiben? Ja, ich habe in meiner Jugend 12 kleine Stücke für Klavier, Notation, und die habe ich ihm seit einigen Jahren im Kopf. Ich möchte so nicht eine Orchestrierung, sondern eine totale Veränderung. Viel größer, viel komplexer. Hat ja immer eine große Vorliebe für Komplexität gehabt. Er ist sehr spät gekommen, Musik zu schätzen, die nicht komplex ist. Auch Bruckner zum Beispiel. Sehr, sehr spät. Hat immer die Komplexität gesucht und das fand er eher bei Mahler als bei Bruckner, das ist klar. Und auch Schubert und so, das kam relativ spät. Und hat er gesagt, ja, ich glaube, das war geplant für 78, 77 oder 78. War natürlich nicht fertig, nächstes Jahr auch nicht und so. Dann habe ich zu ihm gesagt, da waren wir schon ziemlich gut befreundet, habe ich gesagt, wissen Sie was, Pierre, ich sage nicht, wenn Sie fertig sind, dann spielen wir. Weil jedes Jahr zu schreiben, im Programm, dass Sie kommen und Sie kommen, kommen nicht. Hat er auch verstanden und dann hat er mich einen Tag angerufen und gesagt, also wir können 4 Stück spielen. Und das taten wir in 1980 in Paris. Und dann für die fünfte, was war Nummer 7, habe ich 22 Jahre lang gewartet, bis es in Chicago zur Uraufführung kam in 2002. Das ist die Story mit Notation. Ja, er hat etwas, eine ganz kleine Zelle genommen und davon ein ganzes Monument gemacht. Er hat es entwickelt, vergrößert, verkleinert, tausende Farben gegeben, wie von einer Zelle einen ganzen Mensch zu machen. Und es ist ein bisschen im Sinne von der Diabelli-Variation von Beethoven, nicht, die sind nicht Variationen genannt, sondern daran, dass ich Veränderungen. Und im tiefsten Sinne des Wortes, das sind Veränderungen. Und die Notation natürlich die noch dazu verändert, indem dass sie für große Riesenorchester geschrieben sind, statt das einfache Klavier. Aber oft, als ich die dirigiert habe, habe ich auch davor die Nummern, die für Orchester gibt, auch am Klavier gespielt und dann die Orchesterfassung. Und das Publikum fand es immer sehr, sehr interessant, weil diese Veränderung ist dann spürbar. Obwohl der Inhalt von der Musik sehr komplex ist bei Boulez. Die Farbe ist sehr französisch. Ich meine, ich glaube, da gibt es, für mich gibt es keinen Zweifel, dass es französische Musik ist. Vielleicht kommt der Inhalt der Musik viel von Schönberg und so, aber die Farben und auch die Harmonien manchmal kommen von Debussy oder Ravel. Und was man so nennt, französische Farbe, ist sehr, sehr deutlich zu hören.
Pierre Boulez war für mich immer und wird immer so bleiben, ein richtiger Mann der Zukunft. Weil ein nicht richtiger Mann der Zukunft entweder kennt die Vergangenheit nicht oder es interessiert ihn nicht und denkt, er kann Amerika entdecken aus dem Nichts. Wobei bei Boulez hört man sofort alles, was er kennt, und das ist enorm. Auch Bach. Er war übertrieben radikal, wie man sein muss, wenn man radikal ist. Du kannst nicht radikal sein und mild damit umgehen. Und er hat sich auch manchmal ausgedrückt in einer Art und Weise, die natürlich die Menschen schockiert hat. Und das war bewusst. Man muss die Opernhäuser brennen lassen. Und viele solche Sachen. Er war auch in seinem Musizieren sehr radikal. Er ist viel freier geworden. Zum Beispiel ein Stück wie Kammerkonzert von Berg habe ich mit ihm zum ersten Mal, ich glaube, 65 gespielt oder vielleicht 66 bis in den 21. Jahrhundert. Und es wurde immer freier. Er konnte sich erlauben, freier zu sein. Wissen Sie, wenn man dirigiert, fast alle Musik, aber die großen Stücke sowieso, man hat zwei mögliche Wege. Entweder man studiert den Skelett und man hat den Skelett, oder man sieht nur Fleisch und Blut und so. Und Boulez gehört natürlich zu der Ersten. Die Struktur, das Skelett, das war bei 75 in Bayreuth so klar, das war so klar in den Kammerkonzert und so, bisschen übertrieben streng, schnell, als ob ein hoher Druck kam von Hinterkopf. Und dann mit Wiederholungen mit den Jahren, da das Skelett schon da war und ihm klar, konnte er sich erlauben, die Freiheit auch langsamer zu werden und wo es passte und überhaupt eine gewisse Flexibilität, die vorher nicht da war. Es war für mich das schönste Geschenk, dass Pierre Boulez kam im ersten Jahr vom Ring, in 88, und wohnte bei uns eine Woche und kam jeden Tag, also abends, in die Vorstellung. Und dann saßen wir bis 2, 3 Uhr nachts und er hat die Partitur neu studiert, als ob er selber dirigiert hätte. Gerade am Vormittag war er nicht zu sprechen, hat immer studiert. Und dann haben wir gesprochen bis tief in der Nacht, ja, warum haben Sie das so gemacht und so. Ach, das hat mir so besonders gut gefallen, das habe ich nie so gut gemacht. Das dagegen finde ich, es ist zu langsam oder was immer das war. Also, ach, es war das schönste Geschenk für mich, ihn bei uns zu haben, diese 5 Tage oder was immer, 6 Tage. Unglaublich. Und er hat auch in solchen Situationen, wo er sich wohlfühlt, so einen fantastischen Sinn für Humor. Wir haben ja gelacht wie Kinder. Das ist wirklich ganz, ganz wunderbar. Ich glaube, er hat nicht bewusst versteckt, aber auch da, er war so radikal in alles, was er tat. Und oberflächliche Freundschaften haben ihn überhaupt nicht interessiert.
und dafür hat er keine Zeit und so. Und es ist nur mit der Zeit, dass er auch milder geworden ist und auch menschlich zugänglicher geworden ist. Aber der Humor war immer da. Manchmal hat er gebissen, ne? Was ziemlich, ziemlich hart. Aber der Humor war immer da. Aber er war, als er jünger war, sehr ungeduldig, auch mit Oberflächlichkeit, mit Unehrlichkeit. Pierre Boulez ist für mich der perfekte Koexistenz von Ästhetik und Ethos. Wenige Künstler haben so ein starkes, strenges Ethos wie er. Und Menschen mit großer Ethik haben oft weniger Fantasie als er. Was sehr erstaunlich ist, was für ein Theatermann er ist. Wenn man denkt, mit welchen Regisseuren er gearbeitet hat, wie er wollte mit Wieland Wagner arbeiten und ist im Endeffekt nicht zustande gekommen. Und dieses Duo mit Patrice Chéreau, das war ja ein Glücksfall für die Menschen. Aber, und es war sehr, sehr theatral. Er hat oft in der Musik theatralische Elemente entdeckt, dass man sonst nicht mit ihm assoziiert. Und dass vielleicht seine Jahre bei Jean-Louis Barrault, dass das ihm so gemacht haben. Ja, ja, er hat mir oft gesagt, Luzern ist, was die Wand für sie ist. Was ist denn die Wand für sie ist? Interesse wirklich an etwas Neues und Junges. Ich war auch mehrmals dort zu Besuch. Ein tolles Projekt.